Gute, dem einen oder anderen von euch ist mit Sicherheit schon aufgefallen, dass seit meinem letzten Video hinter mir etwas an der Wand hängt. Endlich mein Pfeifenschrank. Es hat eine Weile gedauert, bis das Konzept so weit umgesetzt war, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber jetzt ist es endlich soweit und ich werde euch das gerne mal vorstellen. Üblicherweise ist es ja bei Pfeifenschränken so, dass die Pfeifen in irgendeiner Art und Weise so hineingestellt sind und man, je nachdem wie dicht sie stehen und wie viele es sind, man von der Pfeife nicht unbedingt so viel sieht und immer in dieses Dreckloch hineinschaut. Das hat mir von Anfang an nicht gefallen und deswegen habe ich mich mal auf die Suche begeben, was gibt es denn sonst noch an Konzepten? Wie könnte man es denn machen, um die Pfeife im Profil zu zeigen? Da gibt es, wie sie auch in Pfeifengeschäften verwendet werden, diese Klammern, die sich quasi hier am Holm befestigen oder die Pfeife hier am Holm greifen. Was mir da nicht so gut gefällt, also es gibt zwei verschiedene Versionen, so viel ich weiß. Einmal welche, die mit Kunststoff ummantelt sind. Da ist es wohl so, dass die nicht unbedingt so sehr gut über den Holm drüber schlüpfen. Und dann gibt es welche, die sind mit ja, Filz umzogen oder beflockt. Und da habe ich eben schon gesehen, dass sich da relativ schnell die Kanten durchstoßen und dann gibt es Kratzer am Holm. Also habe ich weitergesucht, was gibt es denn so? Und dann bin ich über eine Möbelschmiede gestolpert im Internet, die sogenannte Pfeifenleisten anboten oder noch anbieten. Ich weiß nicht, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Da waren zwei kleine Segmente drehbar angeordnet, die quasi das Pfeifenmundstück so fassen und wurde auch damit geworben, wie schön leicht man das dann entnehmen kann. Gute Idee, sehr schwierig herzustellen, fummelig, die müssen geschliffen werden, hat mir auch nicht gefallen. Und das weitere Problem war, die sind natürlich in festem Abstand zueinander angeordnet und je nachdem, ob eine Pfeife gerade oder gekrümmt ist, hängt sie dann in irgendeinem Winkel da drin und dann zu der nächsten Pfeife auch nicht unbedingt im richtigen Abstand. Da müsste man dann, je nachdem, was man für Pfeifeformen hat, einen Halter überspringen, der dann leer bleibt. Hat mir auch nicht gefallen. Also, was kann man tun? Meine Idee war, und ich finde es einfach, ich finde es super einfach, ich habe ein rundes Holzplättchen genommen und habe einfach zwei Stifte eingelassen. Das kann eine Low-Budget-Variante sein, diese Holzplättchen, das sind sogenannte Querholzplättchen oder Astflicken. Die werden normalerweise verwendet, um in Holzplatten, wenn ein unschöner Ast da ist oder eine Harzgalle, diese auszubohren, dann werden die eingeleimt und die Oberfläche beschliffen. Und dann sieht es wieder sauber aus. Die gibt es in jedem Baumarkt, allerdings meistens in Fichte oder Kiefer, was sehr weich ist. Ich habe mir dann beim Schreinereifachhandel welche in Eiche bestellt. Da ist es auch einfacher, dann die Löcher anzuzeichnen und zu bohren. Da läuft der Bohrer nicht ganz so schnell weg. Und diese Stifte, das sind auch Normteile, das sind sogenannte Passstifte, ich glaube DIN 7, die gibt es in jedem Normteilhandel und da kann man sich diese Halter relativ leicht selbst herstellen. Dann wird ganz einfach das Mundstück so eingehängt. Sieht vielleicht etwas wackelig aus, aber ich war erstaunt, wenn dieser Halter montiert ist, wie gut das doch hält. Und ja gut, wie kriegt man den Kram jetzt an die Wand oder in einen Schrank? Dazu habe ich dann mal einen Prototyp gebaut, das ist jetzt auch schon über 3 Jahre her. Ja, bei mir dauert es halt immer ein bisschen. So, ich habe ein Brett genommen, da wurde ein Schlitz reingeschnitten und diese Halter montiert. Und somit sind die verschiebbar und drehbar. Die Spannung kann man einstellen, muss natürlich so groß sein, dass sich das Ganze durch das Eigengewicht der Pfeife nicht dreht. Und wenn ich jetzt hergehe, und ich habe jetzt mal hier eine stärker gebogene Pfeife und habe dann hier eine gerade Pfeife und die kann ich dann schön untereinander positionieren,
kann das ganze Platzsparen anbringen, kann meinen Platz im Pfeifenschrank oder wie auch immer optimal ausnutzen. Wenn das Ganze anders rumhängt, ja gut, nicht so schwer zu begreifen, würden sie jetzt im großen Abstand hängen, dann schiebe ich den Halter einfach bei und dann kann ich die gebogene Pfeife auch wunderbar unterhalb der geraden Pfeife anbringen, kann sie noch ein bisschen ausrichten, von hinten etwas schwierig, aber ich denke, ihr seht, wie das Prinzip funktioniert. Ja, und wie schaut das Ganze jetzt in einem Pfeifenschrank aus? Ich habe hier einfach mal eine Vitrine von IKEA genommen, habe die Bretter rausgemacht und habe im Prinzip eine Platte mit 3 Nuten als Rückwand eingebaut. Und ihr seht, da habe ich jetzt mal ein paar Pfeifen platziert und sie einigermaßen gerade ausgerichtet. Da sieht man, dass die Halter selbst in sehr unterschiedlichen Abständen sind, wie ich es euch eben ja auch an dem Brett gezeigt habe, aber sich dadurch die Pfeifen sehr schön zueinander ausrichten lassen. Hier auf der rechten Seite seht ihr auch mal, da kann man auch durchaus eine lange Lesepfeife reinhängen, die könnte sich auch noch, je nachdem wie lang sie ist, noch weiter auf die andere Seite erstrecken. Darunter habe ich dann mal eine kleine Featherweight angebracht, um den Platz noch auszunutzen. Darunter seht ihr dann meine Sammlung von Stanwell 182, die ich euch schon vorgestellt habe. Auf der linken Seite, ihr kennt sie eigentlich alle schon, meine 207. Und hier die beiden Royal Black von Pfeifenhuber. Und in der Mitte habe ich dann mal ein paar, bis auf die obere, ein paar meiner Olmcott platziert. Und ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut, wie es jetzt so im Endeffekt ist. Das Ganze kann man mit Sicherheit optisch noch etwas verbessern, die Beizung noch etwas besser angleichen, aber ich denke, für den ersten Schuss ist es mal ganz ordentlich. Und wem das Ganze jetzt noch zu unflexibel ist, dem zeige ich noch was anderes. Und zwar, was ist naheliegender als der Versuch, diese Pfeifenhalter jetzt völlig frei auf einer Fläche anzuordnen, um eben nicht mehr an diese Nuten gebunden zu sein? Dazu hatte ich die Idee, ich nehme einen solchen Halter und lasse auf der Rückseite starke Magnete ein. Jetzt ist es natürlich so, diese Magnete sind auf Axialbelastung ausgelegt. Einer von denen, die ich hier eingelassen habe, hält zwar 4 Kilo, aber das Ganze ist natürlich nicht auf Drehung belastbar. Also muss man zusehen, dass man zwischen dem Halter und der Fläche, an den man ihn anbringen will, Reibung aufbaut. Das habe ich ganz einfach bewerkstelligt, indem ich runde Stücke von Haftfolie aufgeklebt habe und so baut sich wirklich eine große Reibung auf, damit sich dieser Halter nicht durch das Eigengewicht der Pfeife verdreht. Ja, wo kann ich das Ganze anbringen? Logo. An jeder ferromagnetischen Fläche. Ihr könnt die Dinge an euren Kühlschrank pappen oder an eure Mikrowelle. Ich weiß nicht, was eure Mädels dazu sagen. Aber um das Ganze etwas dekorativer zu gestalten, habe ich mir überlegt, ich könnte ein Bild oder ein Poster auf eine Stahlblechplatte laminieren und könnte das Ganze rahmen, um dann diese Halter darauf zu platzieren und die Pfeifen recht dekorativ darzustellen. Und wie das aussehen kann, zeige ich euch auf dem nächsten Bild. Und jetzt würde es mich natürlich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Also hinterlasst mir gerne Kommentare, ob es euch gefällt oder ob es eurer Meinung nach überhaupt nicht in das konventionelle Weltbild des Pfeifenrauchers passt. Schreibt dazu, was ihr denkt. Ich bin für konstruktive Kritik natürlich immer offen. Und vielleicht können wir sogar am Samstag in Lohmer mal drüber diskutieren, was ihr davon haltet. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Gute!